Vietnam ist als Wirtschaftsstandort ein sehr interessantes Land. Wir sprechen über 92 Millionen Menschen. Das Durchschnittsalter beträgt 28, in Deutschland sind wir bei 47. Das skizziert ungefähr, wie hoch die Dynamik, auch die tagtäglich spürbare Dynamik in diesem Land ist. Darüber hinaus, gerade für ausländische, insbesondere auch für deutsche Unternehmen, haben wir sehr geringe Markteinstiegsbarrieren. Beispielsweise können Sie zu 100% Ihre eigene Firma sofort gründen. Auf der Seite der Herausforderungen haben wir vor allem die typischen Herausforderungen, die ein Schwellenland so hat. Das sind vor allem Infrastrukturherausforderungen, Verkehrsinfrastruktur, aber eben auch im Energiebereich, dass wir hier und da noch mit Stromausfällen kämpfen müssen. Und das sind Dinge, die muss man wissen, aber die kriegt man dann auch relativ schnell in den Griff. In welchen Bereichen sind deutsche Unternehmen in Vietnam erfolgreich und warum? Wenn wir zurückschauen, sehen wir, dass die deutschen Unternehmen gerade im produzierenden Bereich begonnen haben in den klassischen Textilsegmenten. Dann gab es eine Weiterentwicklung im Metallbereich und wir sind heute im sogenannten Elektronikbereich angekommen. Also insbesondere Zulieferunternehmen für die Automobilindustrie haben Vietnam für sich entdeckt. Und auf der anderen Seite ist Vietnam natürlich interessant für alle Maschinen- und Anlagenbauer. Die vietnamesische Wirtschaft hat unheimlich große Nachholeffekte. Auf der anderen Seite haben sie natürlich den Druck durch die Freihandelsabkommen, die wir in der Region haben, also die ASEAN Economic Community. Vietnam hat nach Singapur auch das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union als erst zweites Land in dieser Region unterzeichnet, was Chancen bietet, aber was auch Druck auf die vietnamesischen Unternehmen ausübt, die ihrerseits wettbewerbsfähig werden müssen und daher Maschinenanlagenbau hat heute sehr gute Absatzchancen in Vietnam. Was interessiert vietnamesische Unternehmen an Deutschland? Deutschland ist natürlich das größte Land in der Europäischen Union, hat eine gewisse Markteinstiegsfunktion und zum Hintergrund muss man wissen, dass wir eine relativ große vietnamesische Community in Deutschland haben, ca. 120.000 Menschen. Die ehemalige DDR hat eine sehr, sehr enge Verbindung gehabt. Wir haben unheimlich, neben diesen 120.000 Vietnamesen, die in Deutschland leben, haben wir weitere 100.000 Vietnamesen in Vietnam, die in Deutschland ausgebildet worden sind. Wir haben also unheimlich starke deutsche Bezüge. Und das kombiniert mit dem Freihandelsabkommen, was Vietnam unterzeichnet hat, und dann eben die Stellung Deutschlands als größtes Land der Europäischen Union. Das macht natürlich Deutschland für Vietnamesen unheimlich interessant. Wie unterstützen Sie in Ihrer Auslandshandelskammer deutsche Unternehmen? Unser Geschäft ist die klassische Markteinstiegsberatung. Das heißt, wir gucken uns sehr genau mit dem deutschen Unternehmen an, was ist das eigentliche Unternehmensziel. Also Sie wollen was verkaufen, Sie wollen etwas beschaffen oder Sie wollen in dem Land produzieren. Dann überlegen wir uns, was ist die richtige Taktik, gerade im Markteinstiegsbereich. Und am Ende steht die Entscheidung, gründe ich von Anfang an mein eigenes vietnamesisches Tochterunternehmen oder suche ich mir für den Markteinstieg lieber einen vietnamesischen Kooperationspartner. Mhm. Wenn wir diese strategische Entscheidung getroffen haben, dann unterstützen wir die Unternehmen mit unseren Markteinstiegsdienstleistungen. Das heißt, wir haben entsprechende Kooperationspartner suchen, Vertriebspartner suchen im Produktionsbereich, Standortanalyse, Personalsuche. Was unheimlich wichtig ist, wir haben bei allen Vorteilen eine große Herausforderung, das ist die Geografie. Vietnam ist relativ weit weg und unsere Klientel sind typischerweise kleine mittelständische Unternehmen, von denen Sie wissen, wie oft können die so ein Land wie Vietnam persönlich bereisen, einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Deshalb ist es absolut entscheidend, das richtige Personal zu finden und gerade beim Markteinstieg keine Fehler zu machen und darum kümmern wir uns.